Bis denn. Na, Mann, ey. Das war nicht lustig. Nee, doch. Hier drin? War der prinzipiell hier drin? War das die komische Bar? Ach doch. Du hast Potenzial. Schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund. Was hier? Was genau du bist? Alter, die Musik. Geil. Okay, amerikanische Ureinwohner, Asiate, Hispano, Latino, Pazifik. Was? Pazifik-Inselbewohner, Alter. Schwarz, weiß. Wenn immer weiß. Ethnie Albaner, Amerikaner, Araber, Armenier, Bulgare, Chinese, Däne, Ire, Italiener, Japaner, Kroate, Punjabi, Russe, Schottisch, Serbe, Skandinavier, Thailänder, Tibetaner, Tscheche, Türke, Vietnamese. Ey, da wurde ein Deutscher. Armenier, Araber, Amerikaner, Albaner. Dann sind wir Japaner. Japanisch. Herkunft und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Wir lassen mal weiß. Schön, eine Reise mit vielen prachtvollen Eindrücken. Ethnie, weiße Japaner, Hautfarbe, weiß. Ah, okay, das füllt sich hier so langsam. Und Heldenstufe 6. Geil, neuer Artefaktplatz. Das bringt uns auf jeden Fall ordentlich vorwärts. Schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt gehen ein paar Ärsche aufreißen. Ach, wirklich? Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Hä, wieso nicht? So, wir werden erstmal uns den Artefaktplatz belegen, oder? Neuen epischen Artefaktplatz freigeschaltet. Sehr geil. Anstelle von Boni für dein Team verleihen dir die meisten epischen Artefakte einzigartige Fähigkeiten. Rüste ein Artefakt einen neuen epischen Artefaktplatz aus. Wir haben Kun Kommando Giro. Ja. Mann, reserviert nur für Elite-Kundenagenten, schaltet die Macht epischer Artefakte frei, die exotische Kampfeffekte ermöglichen. Möglicherweise werden eingesetzte Materialien nicht erstattet. Was steht da? Förderliches Zappeln? Förderliches Zappeln, okay. Na gut. Da werden wir bestimmt noch ein paar finden. Okay. Ich hatte zwar gehofft, wir können was Größeres einsetzen, aber na gut. Durch mit PC Principle haben wir da gerade gemacht, oder? Okay, wir haben jetzt hier gar nichts mehr. Achso. Okay. Wir sind auf dem Weg, Kuhn. Auf ins Kuhn-Versteck. So. Du. Kann ich von behilflich sein? Ja, kannst du. So. So, wir geben uns erstmal unser Zeug abholen. Okay, hier steht keine 6. Das ist unser Haus hier. Ja, dürfte. Na, Dad, bist du wieder durch? Hey, Schatz, schön dich zu sehen. Echt schön. Na? Hallo, Schatz. Denk daran, keine Fürze, mit denen du die Raumzeit krümmst, ja? Zu spät. Nee, was zu fressen hat die Alter gemacht, ey. Mann, ey. Mann. Alles Zimmer.
Ja. So, was gibt man denn hier alles Schönes hier? Dut Deluxe, schwindende Pracht. Ritual, Gelkapsel, Medizin, okay. So, wo es weitergeht, legen wir eine ganz kurze Pause ein. Es geht gleich weiter, 5 Minuten, tschüss. So, da sind wir auch schon wieder. Wir wollten ins Kundenversteck. So. Na? Wenn ich erstmal meine Aktivkohlefilter-Nasen-OP hinter mir hab, können du und deine Mutter mir nichts mehr anhaben. Was? Eine Aktivkohlefilter-Nasen-OP, okay. So, wir brauchen übrigens noch ein Foto, ne? Ja, oder nächstes? Nächstes vergesse ich immer wieder. Wer holt denn eigentlich hier? Ich hab's schon wieder vergessen. Egal. Mir egal. So. Aber ins Kuhn-Versteck. Hol Scrambles schnell. Okay. Hol. Scrambles schnell. Komisch. Er ist ein Junge und ich bin schwul. Aber irgendwie fühle ich mich zu dem Neuen nicht hingezogen. Wieso? Wait. Wieso? Na endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschlot. Okay. Man kann nämlich nicht woanders hinsetzen. Schade. Okay, Leute. Classy hat Arschlot verraten, dass unsere nächste Spur zum U-Storit führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom U-Storit komplett aus Lava besteht. Oh nein. Der scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat doch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Oh nein. Toolshed hat gesagt, er soll den Wunderarschen gefallen. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlaut. Super Crank, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht auf die Story. Okay. Mach deinen Satz für die Cool-Freunde. Geh nach Hause, Arschlaut. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Im Ablegen? Ja. Ist ja Feierabend. Hä? Na gut, egal. Ich hab glaube ich Nein gedrückt. Na gut, dann gehen wir mal nach Hause. Oh, ist ja auch schon spät, ne? Ich bin wirklich müde. So. Ach. Guten Tag. Sind wir ablegen? Ja. Und wir legen das Kostüm ab. Wow. Jetzt sieht der Schnauze richtig dämlich aus. Was? Essen steht wieder auf dem Tisch. Gucken, was die Alten treiben. Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, dass der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unsere Kleine ist verwirrt. Kapierst du es nicht? Wir haben getan, als wäre sie ein Junge und dann noch ihre Rasse verschwiegen. Die Verwirrung war gewollt. Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Hey, wie mal wer da ist. Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch und dann ab ins Bett. Du hast morgen Schule. Ja, du hast morgen Schule. Was? Was? Was auch immer da drin ist, es macht dich komplett irre. Irre? Welche Irre verrät denn allen, wer unser Kind ist, nachdem wir endlich untergetaucht waren? Du hast dich getaucht, ne? Doch, was ist dein Scheißproblem? Alter, das ist so übel. Aber wir wissen immer noch nicht, was hier los ist, ne? Nein, das geht ja schon seit dem ersten Teil so, dass die immer wieder quatschen und erzählen und wir keinen Plan haben, worum es eigentlich geht. Geh in dein Zimmer und schlaf.
Ich wollte eigentlich vorhin schon mal was gucken. Ganz kurz. Was haben wir denn eigentlich? Ja, hat man schon gemacht. Okay. Wollte ich nur mal gucken. Wollte ich nur mal gecheckt haben. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett, ne? Wir haben eine lange Nacht vor uns. Hey, hör mal, Schatz. Wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Japaner. Jetzt schlaf gut. Oh Mann. Die Nacht legt sich über die Stadt wie ein fetter Scheißhaufen. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Friends. Ja, 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 genau, genau. Was? Achso. Du willst verwandeln. Ein Husten. Mann, ey. Oh, geh mir das am Sack. Das ist aber auch, wenn man bei einem Spiel wie South Park so viel redet. Das ist nicht sehr vorteilhaft. Schon gemeistert? Die Alte sich besoffen oder? Au, ah, fuck. Ne, wir können ja. Ne, wie war das? Glitchen ist ein Blick von Leben, passiert die Welt. So. Silberschlüssel. So. Okay. Hier ist wieder der andere Schlüssel. Damit. Achso. Goldschlüssel. Na. Das ist gefährlich. Sie lauert dir auf. Nicht mit mir, verdammt. Okay. Der Alte liegt im Fressrausch vom Kühlschrank. Die Alte hat wieder, Alter, what the fuck, was geht denn mit euch nicht klar? Immer noch gesperrt? So. Und aufmachen bitte, danke. Rätselmeister. Touchet. Hey, so sieht man sich wieder. Ich muss unsere Differenz beiseite schieben. Diese Stadt ist in Gefahr. Und sie braucht Touchet. Wisst ihr? Okay, mir nach zum Chaos. Du willst sicher meine Hintergrundgeschichte hören. Ja, klar. Als ich noch ein Kind war, hat mein Vater in der Garage getüftelt. Bei einem heftigen Sturm hat ein Blitz ihn von seiner Werkbank weggefegt. Ich wollte ihm helfen, doch dann hat ein weiterer Einschlag seine Werkzeuge mit meinem Körper verschmolzen. Ich wurde ein Superheld. Und mein Vater geistig behindert. Ja, hast du, verdammte Witz. Warum scheißt du dir nicht einfach ins Gesicht? Nimm das, du Hure. Randy, hör jetzt sofort auf, mein Auto zu zerkratzen. Okay. Irgendwas stimmt nicht. Mein Vater benutzt sie noch immer als sonst. Er wollte den Toolshed seinem Vater helfen, weil er ihn damals nicht gerettet hat. Das ist so daneben, ey. Alter. Komm mal hier rein. Gibt's hier was? Wendy hat ja eh kein Werkzeug mehr. Gehen wir jetzt ins Haus? Warum laufen wir eigentlich so langsam? Na gut. Alter, so geil, weil der zerkratzt jede Nacht das Auto. Hallo? Okay.
Naja, so ähnlich. Schon okay, ich verstehe, wenn du nicht darüber reden willst. Nee, es ist echt hart. So, du kannst den Weg freimachen. Das ist Mysterians Versteck. Hier gibt's eine Abkürzung in den Norden der Stadt. Oh, du solltest uns vielleicht nicht verraten, wo Mysterions Versteck ist. Sei vorsichtig, wunder Arsch. Du hast mit einem arschfickenden Verräter zu tun. Rede von Tusche. Tusche ist ein verschissener Verräter-Arsch. Alter, kannst du mal lachen? Tut mir leid, Kai, ich wollte deinen verlogenen arschgiftigen Verräterfreund nicht, bla bla. Bier. Hülsener. Pi. Ja, nee. Sicherung mit hoher Toleranz. Cool. Hennings Haus, ist ja geil. Wir rüsten erstmal neue Artefakte aus, oder? War das ein großes oder ein kleines? So, hier haben wir jetzt das hier drin. Das gibt uns da 10-10. Verbündeten Gesundheit. Und das andere ist Gesundheit, Wiederherstellung nimmt ein bisschen ab. Ja. Nee, das bringt's nicht. All die mit kritischen Schaden und die verbündeten Gesundheit. Analysieren. Nee. Achso, das ist auch wieder so ein Stromrätsel. Nein, nicht hier lang. Mir nach. Wieso kann ich da nicht? Geht doch. Makaroni. Haben wir den ihr einziges Essen? Aber na gut. Weil du das Mess nicht gekauft hast, sondern ich. Du hast das Mess von unserer Sozialhilfe gekauft. Gib mir die verdammte Pfeife, Carol. Fick dich ich auch gerade. Du rauchst mich, mein verdammtes Ei. Fick dich und zieh ich das rauf. Ah. Was hast du davon, du verschissene... Ich lieb dich so sehr. What? Ich mach nicht Liebe mit dir, ich fick dir das Hirn raus. Nein, ich fick dir das Hirn raus. What? Oh, shit. Das müsste das Zimmer der Schwester sein. Sternkind-Anzug. Sternkind-Stirnband. Hi. Fröhliche Rückkehr. Weiß gar nicht, wie die Schwester heißt. Oh, sie hat bloß ein aufgemaltes Fenster. Wie traurig. Okay, nee, wir wollen da auch nicht rein, habe ich gerade mal so. Okay, das ist Kennys Zimmer auf jeden Fall. Dieses Geräusch, ne? Charakterbogen von Mysterion. Geil! Durch den Schrank führt eine Abkürzung. Echte Hälfte einer Freundschaftskette? Mit wem hat Kenny denn eine Freundschaftskette? Ein kaputtes Skateboard? Ist das das Aquarium von diese Mini-Krebse? Ich weiß nicht. Und gibt's was? Bogenflaschen. Ja gut, eins davon haben wir schon gebraucht. Da hinten ist ein roter Knopf. Ah, hier hinten ist Mysterions Anzug. Da. Okay, wir drücken den Knopf. Von Professor Chaos willst, drück den Knopf. Okay, wir drücken den Knopf. Na geil, wir kommen aus der Waschmaschine raus. Das ist mein wichtigstes Werkzeug zu zeigen, den Sandblaster. Seine Kraft bewältigt fast jedes Hindernis. Okay.
Schalt den an, dann siehst du meine Kräfte. Ah, geil. Ja, wir gucken uns hier natürlich kurz um. Hier gibt's Propan. Und eine Tasche. Ein Wupos Magazin, okay. Okay, wir müssen die Zeit zurückdrehen. Und das hier herschieben, so. Oh, können wir hier was machen? Nein. Da hinten ist eine Kuhnkiste, ich sehe sie schon. Damit macht Kennys Familie ihre Fertiggerichte warm. Ja, jetzt nicht mehr. Narbenwunde, cool. Und Stoffballen. Das ist ja sehr nice, sehr, sehr nice. Okay. Die Typen versperren uns den Weg. Wir müssen irgendwie an ihnen vorbei. Was wollt ihr? Sodo Sopa gehört uns! Diese Kiste ist unser Geheimnis. Wir müssen da jetzt auf... Komm her! Ich hab einen Satz heiße Ohren für dich! Ach. Okay, Kampfvorteil. Besiege die Penner. Werkzeug anhören. War wohl ziemlich weit hergeholt. Ja. Nicht unendlich viele Werkzeugsprüche, okay? Okay. Die Typen in die Zange. Wie ist der? Ich bastel später was. Ja, mach mal. Okay, dann machen wir lieber so. Ach, da hinten stehen auch zwei. Shit. Wie stark ist der? Okay, dann machen wir erstmal auf ihn. Und lassen diese ein bisschen näher kommen. Ah, die sind im Arsch. Willkommen in meiner Welt, Hausbesitzer. Ich rieche eure Angst. Oder einfach nur mich. Ich glaube eher Zweiteres. Die machen wir platt. Okay. Er hat einen ganz coolen Angriff hier, der beide Richtungen geht. Sehr nice. Was macht der? Eile und erfrischende Verbündete. Revitron 9000. Okay. Geht 1, 2, 3 Felder schräg nach vorne. Okay, das nützt uns hier natürlich nichts. Aber hier können wir beide treffen. Laserbohrer! Das war ein Hochschleuder! Cool! Ich werde echt schräge Sachen mit deiner Leiche anstellen. Was willst du tun? Okay, du bist dran. Was will der mit meiner Leiche machen? Geiler Schlag! Ist richtig ekelhaft. Hast du ein bisschen Kleingeld? Nein. Dann darf euch kein Kleingeld geben. Ihr wisst, was dann passiert. Du kannst doch nicht das gentrifizieren, was wir entgentrifiziert haben. So geht's. Genau, legt's mal lieber hin. Richtigkeit kommt ohne Anleitung. Okay, das macht noch 35 Schaden. Hält ganz schön, okay. Der Toolshed ist jetzt nicht so stark. Aber er hat coole Angriffsmuster. Ich mach dich zu meinem neuen Klo. Was? Ich werde auf deine Leiche pissen, damit sie riecht wie ich. Ja, ich geht. Und tschüss. Ja, machen wir sie platt. Aua. Dann mal los. Okay, ne, dann heilen wir uns mal. Wenn er so keinen anderen Angriff machen kann. Wir lassen uns nicht weggentrifizieren. Ja, heilen wir die Klappe. Ich würde sagen, du kriegst jetzt mal eine. Shit! Oua! Mein Werkzeug ist bereit! Geht das bis hin? Ja. Oh, der Schrauber!
Ha! Das ist meine Doppelschraube. Sie bohrt in beide Richtungen. Das macht keinen ich Sinn. Ich gehe unter Strom. Du kriegst das hin. Ja, wir müssen jetzt einfach mal reinhauen hier, mein Freund. Und weg mit dir. Gut gemacht. Zurück zu unserer Mission. Und ich hab grad was gesehen. Juhu. Verstandsipholen? Artefakt. Oh, cool. 60er Artefakt. So, aber wir haben hier eine Menge zu durchsuchen. Erstmal hinten die Kiste, also eine Mülltonne. Eine Unterhose mit IG, mit Bremsstreifen. Alter, what? So, das Feuer. Ah. Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig.